Hallo Leute, ich habe einen richtig doofen Fehler gemacht, weil ich einfach zu ungeduldig war. Diesen Fehler, den werde ich heute im Video ansprechen, damit ihr den zu Hause nicht nachmacht. Denn wenn ihr diesen Fehler macht, könnte das unter Umständen sehr viel Geld kosten, weil ihr sehr viel Material nochmal kleinschneiden müsst und nochmal neu anfangen müsst. Und vor allen Dingen kostet euch einfach das Ganze, kann man sagen, den ganzen Tag Arbeitszeit. Das heißt, wenn ihr sowieso nicht zu viel Zeit in der Werkstatt habt, dann schaut euch das unbedingt an und lernt aus meinem Fehler. Es geht jetzt los. Wir fahren jetzt an die Pendelsäge. Lecco mio, dieses Auftrennen hat schon so viel Spaß gemacht wie lange, nämlich weil ich habe ein neues Längsschnittsägeblatt. Das geht durch, das ist der reinste Wahnsinn, das habe ich vom lieben Sascha von der Schleiferei Schulz, unbezahlte Werbung. Ich habe mir da einmal ein komplettes Satz bei ihm gekauft. So sieht das Sägeblatt aus, das hat sehr wenige Zähne. Viel weniger gibt es auch, glaube ich, gar nicht für meine Maschinengröße. Man glaubt nicht, wie viele Holzreste anfallen, wenn man viel mit Massivholz arbeitet. Oder nee, man glaubt nicht, wie viel Abfall anfällt, wenn man viel arbeitet. Das ist es wohl eher. Der nächste Big Pack ist nämlich schon fast wieder voll. Die Paneele sind derzeit in den Zwingen, deswegen will ich mit euch einmal zusammen am Breitbandschleifer was ausprobieren, denn wir haben hier eine sehr, sehr tolle Struktur. Das hinterlässt aber immer eine schlechte Oberfläche beim Hobeln. Deswegen werden wir das jetzt einmal durch den Breitbandschleifer schicken. Wir probieren es einmal mit 120er Korn aus, das ist nämlich sowieso frisch. Und dann schauen wir mal, wie da die Optik ist, wenn wir das damit einmal geschliffen haben. Leute, ich befürchte was richtig Böses. Ich werde noch nicht so viel dazu sagen, wir probieren es jetzt aus und ich glaube, dann seht ihr das. Richtig ärgerlich. Moment. Ach du Scheiße, das ist, oh nee. Leute, ich ahne Böses. Ich habe nämlich gestern einen richtig dummen Fehler gemacht. Ah, da fängt es schon an. Moment, ich schaue mal noch auf das andere Brett. Ach Alter, wie dumm muss man sein. Das ist so ein richtiger Anfängerfehler. Leute, ich sage euch gleich, was ich falsch gemacht habe und wie ihr aus meinem Fehler lernen könnt. Boah, Alter. Wie sage ich immer, nicht schön, aber selten. Müssen wir mal gucken, ob das halt. Okay, wenn ich so nicht auseinandergebrochen bekomme. Das muss fest sein, wenn sich da zum Beispiel die 90-jährige Schwiegermutter drauf sitzt oder die Oma und das Ding bricht ein, da werdet ihr im Leben nicht mehr froh. Deswegen, okay, wenn es das aushält, dann ist es okay. Ach Mann, ey, Alter, eine Stunde mehr und dann wäre es nicht schlimm gewesen. Ihr fragt euch jetzt, ist der dumm im Kopf, was macht denn der da? Ich werde euch einmal kurz sagen, was ich falsch gemacht habe und wie gesagt, lernt aus meinem Fehler. Wir springen mal ein Stückchen zurück. Ich benutze hier Weißleim. Der ist nicht kaputt, der ist nicht schlecht gelagert. Das ist Kleiberrit, das ist kein Ponal, das ist ein anderer Weißleim. Den fülle ich hier immer nur wieder rein. Das heißt, der Leim ist schon mal gut. Wie verarbeitet man den Leim? Wir tragen den Leim auf, packen alles in die Zwinge und warten dann lang genug, damit der Leim abgebunden ist. Und diese Abbundzeit, die variiert tatsächlich ein bisschen, wenn es kälter wird. Ich habe derzeit hier in der Werkstatt um die 10, 12 Grad. Das ist relativ frisch für diesen Holzleim. Ob der jetzt kaputt geht, lasst euch gesagt sein, der geht nicht kaputt. Der hält auch Frost aus. Es ist ein extra Holzleim, der wird auch für Sibirien tatsächlich benutzt. Auf jeden Fall sagt man, wenn der Leim abgebunden ist, kann man ausspannen. Das ist in der Regel so nach einer Stunde, wenn es ein bisschen wärmer ist. Oder wenn der Weißleim langsam anfangen tut, an der Leimfläche transparent zu werden. Das ist normal immer ein Zeichen, dass man das Ganze ausspannen kann. Das ist dann meistens so nach einer Stunde, anderthalb Stunden, so lange habe ich nämlich auch gewartet. Wenn es warm ist, wenn es um die 18 Grad hat, dann funktioniert das auch. Nur wenn es jetzt wie im Moment 10, 12, 13 Grad hier in der Werkstatt nur ist, dann muss man trotzdem noch ein bisschen länger warten, obwohl der Leim schon leicht transparent wird. Denn runtergebrochen, was passiert, wenn man das nicht beachtet?
die Leimfuge geht auf. Bei diesem dünnen Bergahornstück habe ich nämlich auch nach dem Hobeln gemerkt, dass die Leimfuge, also das Brett ging komplett auseinander. Und da habe ich mich echt geärgert, dass ich einfach nicht noch eine Stunde länger gewartet habe. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Leimfugen aussehen. Bin ich sehr, sehr unzufrieden mit. Das ist ein richtiger Anfängerfehler. Wir werden mal sehen, wie sehr wir das kaschieren können. Was hier jetzt wirklich nur am wichtigsten ist, tretet auf eure Bretter drauf, stellt euch mal drauf, die müssen das aushalten, damit das Ding halt eben nicht kaputt geht, wenn sich da jemand draufsetzt. Das ist mit am wichtigsten. Jetzt zeige ich euch mal, wie die Leimfugen aussehen. Ist für mich persönlich ein absolutes No-Go, geht gar nicht. Das ist scheiße. Normalerweise sieht die Leimfuge wie hier aus. Wenn das Holz nicht so unterschiedlich gefärbt ist, dann wird man da keine Leimfuge erkennen. Wie sieht die Leimfuge an den Enden, die letzten paar Zentimeter, stattdessen aus? Hier wurde das Ganze noch begünstigt durch hier diesen großen Riss. Da war dann die Federwirkung ein bisschen gegeben, dass hier nicht so viel Spanndruck drauf war. Und hier sehen wir es eben auch. Das ist ein absolutes No-Go. Was bedeutet das für euch? Wenn es kalt ist, wenn es bei euch um die 10 Grad in der Werkstatt habt, lasst es am besten über Nacht trocknen. Habt ihr 20 Grad in eurer Werkstatt, könnt ihr nach 1 bis 2 Stunden in der Regel weiterarbeiten, wenn der Holzleim frisch ist und nicht kaputt ist. Wenn der Holzleim anfängt, transparent an der Leimfuge zu werden und ihr könnt ihn schön abschaben und er ist ein bisschen bobelig, dann könnt ihr den in der Regel auch weiterverarbeiten. Das mache ich ja ultra oft. Es ist ja nicht so, als wenn ich das zum ersten Mal mache. Deswegen kann ich euch die Info geben. Das sind so die Randpunkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr ein Brett verleimt. Wir haben jetzt hier zum Glück ein bisschen den Vorteil, dass wir sowieso ein sehr stark strukturiertes Brett haben, was sehr viele Risse hat. Das heißt, man muss es schon wissen, um hier eine Leimfuge sehen zu können. Aber mich ärgert es einfach ungeheuer, weil ich will hier einfach das Beste wie möglich herstellen. Ja. Nichtsdestotrotz werden wir damit jetzt mal weiterarbeiten, weil wir haben ja noch ein bisschen Zugabe. Vielleicht können wir so die Fehler ein bisschen verstecken. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal weiter. Für mich geht es jetzt erstmal an den Langbandschleifer, denn da werden wir die Teile jetzt mal grob schleifen, um zu sehen, wieso die Oberfläche aussieht. Und danach können wir alles mal ein bisschen weiter zuschneiden. Und wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, wie sehr dieser Fehler, den ich hier gemacht habe, noch ins Gewicht fällt. Sehen wir aber gleich, wir müssen jetzt erstmal alles grob schleifen. Als nächstes können wir mal anfangen, unsere Teile so ein bisschen zuzuschneiden. Ich habe ja größtenteils für dieses komplette Projekt ja später irgendwie zusammengesteckt und da müssen wir schauen, dass wir es noch sichern können. Ich habe jetzt hier einmal beide Schlitze markiert, die ich jetzt als erstes sägen werde, denn später wird dieses Teil hier dazwischen kommen und es ist für mich einfacher, hier die Dicke einzustellen, dass das wirklich später stramm hier reinpasst und nicht halt eben die Nuten hier anpasst. Das heißt, jetzt werden wir als erstes hier diese Aussparung zusägen, das machen wir an der Kreissäge. Ich habe mir extra alles einmal markiert, dass ich jeweils einmal die Maschine einstelle und dann den Schnitt komplett durchfahre. Weil wir jetzt hier einen Schnitt setzen, der hinten im Holz endet, drehen wir hier das Sägeblatt komplett hoch, dass wir hier vorne annähernd senkrecht runterschneiden. Da haben wir später nicht so viel Nacharbeit, die wir händisch machen müssen. Die Teile können wir jetzt hier einfach weiter nach unten sägen. Da ist es jetzt auch nicht so arg wichtig, dass wir da aufs Mühe genau sägen, weil wir haben sowieso später einen Überstand. Das ist jetzt hier unten nicht so sauber ausgestimmt. Das ist überhaupt kein Problem, da werde ich euch jetzt zeigen, wie ich damit umgehe, dass wir das hier sowieso gleich nicht mehr sehen werden. An der Formatkreissäge habe ich jetzt einige Sachen eingestellt. Am Anfang habe ich hier dieses Höhenmesswerkzeug benutzt, um die Sägeplatte erstmal einzustellen, habe dann einen Tester gemacht, habe das Ganze geprüft und habe es dann nochmal nachgestellt. Da könnt ihr so auf einen Millimeter genau das Ganze hier einstellen und könnt es danach durch ausprobieren, also schauen, ob das Ganze rein oder raus passt, nochmal nachstellen. Danach habe ich die seitlichen Anschläge eingestellt, damit ich jetzt einfach nur noch gleich eine Nut sägen muss, die dann später im besten Fall in diese beiden Teile reinpasst. Das Werkzeug hier verlinke ich euch in der Videobeschreibung, wird hier aus der Konterholz-Werkstatt zu euch nach Hause versendet. Viel Spaß beim Stilbern. Dann schauen wir mal, ob das auch zusammenpasst, hätte ich gesagt.
Unser Grundgerüst steht jetzt erstmal. Das wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen pimpen, dass das Ganze auch ein bisschen schicker aussieht. Wir haben hier relativ starke Seitenteile und da werden wir das Ganze durch eine Schweizer Kante, also eine 45 Grad Gehrung, werden wir das Ganze jetzt ein bisschen leichter machen, dass wenn man es sich von der Seite anschaut, es nicht so brachial ist. So sieht das schon schick aus, aber wie gesagt, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Und genauso auch mit dem Sitzstück, da werden wir gleich auch noch ein bisschen was machen, dass das ein bisschen schicker wird. Ihr merkt vielleicht, bei diesem Projekt hier gibt es einige Schrägen. Wir haben keine Rundungen und deswegen will ich auch diese Schrägen in Form von einer 45-Grad-Phase an dem Sitzstück weiterführen. Das heißt, hier werden wir aus dem Grund jetzt eine 45-Grad-Phase ranfräsen, damit sich das so bei dem kompletten Projekt halt eben widerspiegelt. Alles geschliffen, da wollen wir mal schauen, ob man es jetzt auch zusammengebaut bekommt. Das sieht schon echt cool aus. Hier werden wir das Ganze jetzt auch wieder vorbohren und später mit einem Zapfen verschließen. Das ist eine einfache und stabile Möglichkeit. Ich werde euch mal hier diesen Zapfenbohrer verlinken. Das ist schön, weil wir hiermit halt auch eben Dübel herstellen können, die längs mit der Basung sind. Dann kann das Ganze gleichmäßig arbeiten. Wenn man solche Verschlüsse hat und man kann es nicht unsichtbar machen, das ist nämlich bei dem Buchenholz schwieriger, dann ist es zu empfehlen, dass man die einfach betont. Weil what you can't hide it, da gibt es irgendein Sprichwort, was ich jetzt nicht mehr weiß. Auf jeden Fall Owangol, ein schön dunkles Holz, damit wir die Verschlüsse auch betonen. Ich glaube, if you can't hide it, show it. Hört sich irgendwie, glaube ich, anders, aber besser an. das stinkt wie Scheiße, wenn man... Puh, Alter, was ist denn das? Doch. Das hatte ich aber noch nicht gehabt. Jetzt ist es nur noch eine Sache zwischen Holzleim und das Ganze einschlagen. Als nächstes kommt das weltberühmte Konterholz-Schneidebrettöl mal wieder in den Einsatz. So Leute, der Hocker ist fertig. Es gab zwar ein leichtes Problemchen am Anfang, aber man muss sagen, weil das Holz sowieso so strukturiert ist, fällt das gar nicht mal so sehr auf. Das Schöne ist natürlich, das Holz hier in dem Fall, diese gestockte Buche, ist einfach ein absoluter Hingucker und das sieht man nicht überall. Denn normalerweise kommt es bei Buchenholz gar nicht so weit, dass das so gestockt ist. Aber mir gefällt es wirklich gut. Also das ist echt richtig toll. Das soll es für heute gewesen sein. Abonniert gerne den Kanal. Ich fange jetzt direkt mit dem nächsten Massivholzprojekt an. Das wird auch richtig cool. Also bis zum nächsten Video. Das ist auch recht. Ciao.